Moin Moin und willkommen hier auf dem Olympia-Kanal Playcraft Entertain 3. Wir sind hier bei dem Spiel London 2012 und auf den zwei anderen Kanälen hab ich ja schon ein bisschen Werbung hier gemacht. Heute ist ja der 4.8. und heute eröffnet offiziell dieser Kanal. Und ihr seid natürlich jetzt mit dabei, wenn wir mit dem deutschen Team bei der Olympia mitmachen. Ich nehme mal den normalen Modus. Ich habe das Spiel natürlich schon ein wenig gespielt, aber jetzt lassen wir das Intro mal London, auf uns wirken. The biggest cities in the world for one of the biggest events in the world. Yes, Seth, it's certainly going to be an exciting one. After years of preparation, London is finally ready to welcome the world to the 2012 Olympic Games. Such a magnificent city, so many views with the Thames stretching away into the distance. And with so many new venues waiting to be tested, this really could be the best games ever. The Olympic Stadium, splendid, glowing like a beacon here in London's East End. And there the Olympic torch, the iconic symbol of the games, shining over the city of London. What an absolutely beautiful sight. So many nations represented here, all ready to compete in true Olympic spirit. Yes, 80,000 people they're expecting in that stadium, and it's going to be full to the brim. Not a spare seat in the house. Just imagine the excitement down there with the crowd. Fireworks to show the start of these games, and the first event is first thing tomorrow. Jawohl, der erste Tag. Und dann gucken wir mal, wofür wir uns hier entscheiden können. Weitsprung der Herren, Bogenschießen einzeln, 200 Meter der Herren oder 100 Meter Freistil der Herren. Ich mach mal so. Ja. Genau. Nimm mal so. Wie gesagt, ich hab's schon ein wenig gespielt, deswegen sind schon hier so einige Rekorde wieder gefallen. Aber ich vielleicht. Fallen da jetzt gleich auch welche. Wir werden sehen. Qualifikation im Weitsprung der Herren. So. Benjamin Krapp spielen wir. Und da ist er auch schon. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Rekord brechen. Oh, das war übertreten. Das war übertreten. Ja. Schade. Ja, es gibt noch ein paar Chancen. So. Und der zweite Versuch. Man muss natürlich immer versuchen, im grünen Bereich zu bleiben. Ah, das war gut. Und der ist drinne. 8,51 Meter. Das ist doch sehr, sehr gut. Nutze die Wiederholung an. Ein schöner Sprung. Jawohl, erster Platz. Erster Platz vor dem Russen. Okay, dritter Versuch. Ah, da bin ich ein wenig im roten Bereich gekommen. Das bringt jetzt nicht so viel Geschwindigkeit. Ah, so wäre perfekt. So wäre ja perfekt. Gucken wir mal, was noch gleich so möglich ist. Ihr hört natürlich den Controller im Hintergrund. Guter Winkel. Gut. Und das sind 8,63 Meter. Sehr schön. Nochmal uns ein wenig verbessert, weil die Konkurrenz, die schläft ja nicht hier. Und wir sind nicht mehr so weit weg vom Weltrekord. Oder Olympiarekord. Und
den wollen wir auch knacken. Oh. Und das ist neuer Weltrekord. Jawohl. Dieses Video fängt ja schon sehr, sehr gut an. Ein Wahnsinnssprung. 9,3 Meter. Sehr, sehr geil. Das ist echt der Wahnsinn hier im Weitsprung, dass wir das geschafft haben. Damit haben wir die Qualifikation geschafft. Erster Platz im Weitsprung der Herren mit einem neuen Weltrekord. Sehr schön. Jawohl, da seht ihr es. Portugal ist weiter, Russland und Schweden auch. So, 200 Meter der Herren folgt. Da sind wir auch schon in der Qualifikation 200 Meter der Herren am ersten Tag. Für Deutschland wird starten Paul. Ja. So, Konzentration. So, ich muss jetzt immer A drücken. Immer im grünen Bereich bleiben. Und im Moment noch zweiter Platz. Und da ist auch schon der erste. Kein Weltrekord. Aber der erste Platz. Und damit haben wir die Qualifikation auch hier gemeistert. 1977, er kann selber kaum fassen. Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Der Start war etwas problematisch. Aber dann, nach 100 Metern, haben wir die Führung erreicht, jawohl. Gute, fast gute 2,5 Sekunden. Vorne. So, jetzt sind wir im Finale. Finale hier beim Weitsprung der Herren, Tag 1 im Olympic Stadium. Und schafft er hier wieder die Sensation und holt Gold für Deutschland. Wir werden es jetzt gleich sehen. Benjamin Krautsch da. Es geht los. So. Ah, etwas zu groß der Winkel. Und übertreten. Schade. Schade. Aber jetzt kommt ja direkt der zweite Versuch. Guter Winkel und der ist drinne. 8,62 Meter. Das müsste der erste Platz sein. Hier nochmal die Wiederholung. Sehr, sehr guter Sprung. Jawohl. Sehr schön. Und wieder der erste Platz. Können wir den Weltrekord nochmal überbieten? Das wäre natürlich ein Ding, aber das war zu kurz. So, vierter Versuch. Wir sind ja eigentlich sicher jetzt. Erstmal. Ja. Da habe ich vergessen zu springen. Naja, ist ja egal.
So. Die Schweden holen auf so langsam. Aber da ist noch sehr, sehr viel Platz. Großer Wind. Zu groß. Schade. Jetzt wird spannend. Schweden mit 8,34 Meter und wir haben immer noch 8,62 Meter. Das wird ganz eng jetzt. Der letzte Sprung im Finale hier beim Weitsprung der Herren. Großer Winkel, aber überrascht. Jetzt, jawohl, erster Platz. Sehr, sehr schön. Gold für Deutschland, das erste Gold. Sehr, sehr schön. 8,62 Meter. Und der Russe 8,34 Meter. Die Siegerehrung. Success, and certainly they'll be doing that on the podium. Time for the national anthems to celebrate. So much emotion down there, so much happiness, all the jawohl. Und da haben die Deutschen das erste Gold gewonnen hier im Olympic Stadium in London. Sehr, sehr schön. Und da sehen wir die Statistik. Deutschland, erste Goldmedaille, Russland, erste Silber und Portugal, erste Bronze. Es folgt das Finale der Herren beim 200 Meter Lauf. Das Finale. Gucken wir mal, wie wir hier jetzt abschneiden. Bei Karl Pautz. Er hat ja in der Qualifikation mit einer Leichtigkeit gewonnen hier. Jetzt die Ruhe. Guter Start. Und jetzt heißt es nach vorne kommen. Erster Platz für Deutschland. Kann er das halten? Das kann er halten. Gold für Deutschland im 200 Meter Lauf der Herren. Sensationell. Karl Pautz hat es auch geschafft hier. 1996. Kein Olympiarekord oder kein Weltrekord, aber die Goldmedaille. Und er kann es nicht fassen, dass er es geschafft hat. Hier nochmal die Wiederholung vom Start. Und auch hier wieder kommt er dann nach den 100 Metern, nach den letzten 100 Metern, kommt er dann am Gegner vorbei. Und auch hier geht's jetzt an die Siegerehrung. The nation now stands together for the national anthems. And I'm sure the emotion will boil over on that podium. And quite rightly, tears of joy. Well, what a day it's been. And quite rightly. Yeah. Und schon die zweite Goldmedaille, das läuft ja hier wirklich hier am Schnürchen. Ich freue mich richtig. Und dann gucken wir uns den Medaillenspiegel an. Deutschland mit zwei Goldmedaillen weit vorne. Und dann ist der erste Tag auch schon wieder um.